Außerdem brauchst du ja noch deine Nicht-Schuhe-Überraschung. Nicht-Schuhe-Überraschung? Verdammte Axt. Ich meine, ich kann dir stattdessen auch Schuhe machen, aber. Das ist jetzt die Frage. Will ich keine Schuhe oder will ich was anderes? Ja, jetzt ist zu spät. Tschüss. Wie machst du mir jetzt doch Schuhe? Krieg ich nur Schuhe? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft CD 2 mit dem Safetech Ages Modpack und Media, hi. Servus. So, wir haben den größten Aufzug der Welt gebaut, beziehungsweise du. Uah. Einen halben Block hoch. Besser als gar kein Block, würde ich mal sagen. Jo, jo, jo. Und ein krasses Windrad hast du da oben drauf gesetzt. Ich hatte keinen Bock auf ein Wasserrad, haben wir schon. Mal ein Windrad. Wir sind ja progressiv hier, fortschrittlich. Vor allem so ein Riesenteil. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. So kennst du dich aus. Ja, du weißt doch, ich und Technik. Deswegen habe ich es ja gebaut, nicht du. Jo. So, außerdem hast du da unten noch einiges gebaut. Du musst mir gleich mal sagen, was das jetzt ist. Wir haben letztes Mal aufgehört damit, dass wir, beziehungsweise du, die Hibachis zum Laufen bringen wolltest. Ja. Was erstmal Ewigkeiten nicht geklappt hat. Aber nun funktioniert's. Normalerweise brennt ihr halt mit der Standard-Orangenflamme. Und solange halt hier der Bellow, das Gebläse, tatsächlich auch bläst, werden sie blau, dann sind sie noch heißer, werden ja mit Sauerstoff gepustet. Und dann sind sie stoked, also angefeuert. Und dann kann man da die entsprechenden Rezepte mit betreiben. Okay, und die Cauldrons, da Ja, kann man es gibt. einfach Ja, die irgendwas sind jetzt halt reinhauen. auch Stokes. Also, weil ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob die zwei hier auch hoch müssen oder der runter. Das müsste ich aber auch nochmal gucken. Also, ich glaube, die zwei müssen hoch. Und dann habe ich halt Stoked Cauldrons und hinten dran sind halt der. Dann Stoked Kiln oder als was das Ja, gilt. Ich weiß genau. es nicht. Da kann man dann halt entsprechende. Da kann man dann die Netherbricks machen. Warte mal, ich gehe gerade mal den entsprechenden Platz holen, dann kann ich es dir zeigen. Achso, nee, das war. Achso, da war gar nichts im Dings da drin, gell? Im Rezeptebuch. Also die entsprechenden Rezepte natürlich des bei den entsprechenden Items, die werden dann natürlich angezeigt als muss im Stoked gemacht werden, Stoked Cauldron, Stoked Kiln, was auch immer. Aber du kannst jetzt halt nicht nach Stoked suchen und wirst nichts finden. Genau, das habe ich gemeint, weil ich habe da ein paar Mal gesucht, aber nichts gefunden. So, also hier zum Beispiel, was ich jetzt in der Hand habe. Moment. Ja. Das ist ein unfired Netherbrick, also ein ungebratener, gebackener, wie auch immer. Wenn ich den jetzt halt Man hierhin sieht's. platziere. Ah, jetzt sieht man's. Vorher hat man leider nichts gesehen. Ja. Also prinzipiell sollte er jetzt gefeuert werden, aber scheinbar ist er so noch nicht fertig, der Ofen. Da muss ich dann selber nochmal gucken. Aber dann. Der würde dann im Prinzip so gefeuert werden, dann kommt ja der Netherbrick bei raus. Muss es in die Mitte? Oder hat er hier drei Slots? So wie du ihn halt baust, du kannst mit einem Slot bauen, du kannst mit zwei oder mit drei bauen. Oder mit 10, okay. Aber es muss Dann halt nur über dem Feuer stehen. ja, ich glaube, auf die Seite müssen auch noch Bricks. Weil, Wahrscheinlich. wenn man Rezepte anguckt, wo man den Ofen braucht, dann ist es ringsrum. Ja, jetzt, der wird jetzt gemacht, genau. Ja, also man braucht komplett. Dann ist natürlich ein bisschen schwieriger, da die Sachen reinzulegen. Ja. Wobei es geht, wenn man immer hinten anfängt. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber Improven. vom Prinzip her. Also das cool gemacht. Nur noch der Feinschliff fehlt. Ich gehe jetzt schlafen. Du wirst schlafen, ich nicht. Ja. Außerdem
brauchst du ja noch deine Nicht-Schuhe-Überraschung. Nicht-Schuhe-Überraschung? Hm, ja. Verdammte Axt. Ich meine, ich kann dir auch stattdessen auch Schuhe machen, aber... das ist jetzt die Frage. Will ich keine Schuhe oder will ich was anderes? Ja, jetzt ist zu spät. Wie, machst du mir jetzt doch Schuhe? Krieg ich nur Schuhe? Jetzt habe ich die Überraschung angeschmissen. Nein, wie nice. Ta-ta-ta-ta. Wir haben endlich eine Minimap. Uiuiuiui. Jetzt werden erstmal sämtliche Death Points gelöscht. Ah, das ist cool. Wo auch immer die sind. Neues Interface. Aber. Funktioniert der Atlas noch? Ah, ja, der müsste immer noch funktionieren, natürlich. Weil sonst wären ja die ganzen Markierungen weg. Das ist sehr nice. Das ist eine coole Überraschung, aber die kriege ja nicht nur ich, sondern die kriegen ja alle, die im Team sind. Die kriegen wir alle, deswegen. Deswegen habe ich ja keine Schuhe gemacht, weil ich die Journey Map wollte. Eins, zwei. Ah, das heißt, du hast nur nach dir geguckt. Ja, ja, ja. Und ich muss feststellen, du hast schlecht gebaut. Oh. Oder? Nee, doch nicht. Siehste, so, jetzt hoffe ich. Faust auf dein Auge. Jetzt hoffe ich, dass das wirklich passt, weil wenn ich da oben reinmache, dann bleibt das Windrad stehen. Jetzt hoffe ich, dass wenn ich da unten was dran setze. Okay, da passiert nichts. Dumm, dumm, dumm. Ich brauche noch ein paar mehr, weil drüben am anderen Haus, verdammt. Fehlen auch noch ein paar. So, nice. Das Dächchen ist fertig und es passt perfekt. Also, du hast gesagt, du hast es nicht abgemessen, aber das glaube ich dir nicht. Mit Sicherheit hast du gemessen. Überraschung, ich habe gemessen. Ja, habe ich mir schon gedacht. So, ich muss mal gerade hier noch aufs Dach. Ja, Minimap, sehr cool. Kannst du mir den... Ah, J, oder? Ja. Ja, J wie Journey Map, klar. Muss ich nur noch die richtige Taste finden, dass es auch wieder... hulala, oh, jetzt in, nicht nur in Tag dunkel, sondern auch in topografisch. Wow, geil. Dass ich es auch rund bekomme. Rund? Bei mir ist es rund. Bei mir ist es nämlich rechteckig. Eckig. Jetzt aber gern rund. Ach, da fehlt doch bloß einer. So, gut. Wir haben außerdem, beziehungsweise du hast, so wie immer, ich bin ja nur fürs Bauen zuständig. Du willst ja keine Technik machen. Hehe, und du hast Magneten an, selber schuld. Kriegst ein bisschen Cobblestone. Ja, Moment. So, du hast hier auch noch einen Ofen hingestellt. Blast Brick, das heißt ein Blast Furnace. Ah, der, ja. Da oben steht auch noch was drauf, das bewegt sich so schön. Vielleicht kennen die einen oder anderen das. Der, die ein oder andere. Ist ein Chunkloader. Ein weirding Gadget. Ich hatte es vor dem Safetec gar nicht gekannt. Ich kannte halt nur die Standard-Chunkloader, aber... Egal, wo du stehst, du bist nicht mehr da. Dachte ich mir. ja, Mavi hat den Blast für das Ende letzter Folge oder nach der Folge hingestellt. Und auch schon mal befeuert mit Eisen und Steel. Was jetzt fehlt, ist natürlich Kohle. Hast du denn noch was fertig? Nee. So ein bisschen was, aber ich hatte auch noch was im Inventar, dachte ich. Ich hatte so viel Stahl gemacht wie möglich mit unserer Kohle, weil unsere Tanks mit Kreosot sind halt voll. Unsere Fässer, meinst du? Fässer, ja, genau. Und die Tanks im Inneren der Koksöfen. Gut. Du hast schon vorbereitet, dass wir Tanks machen können? Ja. Sieht schön aus hier, muss ich echt mal sagen. Ich muss hier aber da zur Sicherheit noch eine Fackel hinsetzen. Das Haus gefällt mir. Und ich werde jetzt noch was anderes kurz bauen. Ich weiß nicht, ob du die Zutaten sozusagen für die Tanks noch fertig machen möchtest.
Also fertig, also baufertig, oder? Ja, dann kann ich nämlich hier mal die neue Mühle in Betrieb nehmen. Die braucht nämlich noch ein bisschen Arbeit. Ich habe zwar alles schon im Inventar. So. Aber das dauert eben, bis da alles drin eingebaut ist. Nee, warte mal, was mache ich denn hier? Völliger Blödsinn. Frag ich mich auch immer wieder. Was ich hier mache? Ja. Mit einer Schaufel Holz abbauen wollen. Schaufel Holz abbauen? Ja, das kann ein bisschen dauern. Yep. So, einmal. Dann müssen wir hier noch Platz machen. Also ich setze hier ganz normal Millstones rein, die eben betrieben werden durch Windkraft. Allerdings das normale Windrad, was wir hinten an der alten Mühle auch schon haben. Um hier eben alles ein bisschen in den modernen Teil um den Marktplatz rum zu bekommen. So. Wir haben die richtigen Hopper, die braucht ihr. Also die Hopper Mark MK2 braucht ihr. Weil die anderen können noch keine Items aufsammeln. Wir könnten auch die normalen Eisenhopper nehmen, die wir inzwischen haben. Ja, haben wir sie. Okay. Yep. Zumindest habe ich die gesehen. So. Guck gerade nochmal rein. Nicht, dass ich euch was Falsches sag. Aber hier, die ersten sind die Hopper von Minecraft. Brauchen wir halt ein Gear. Bronze-Gear, Chests und Eisenplatten. Aber die hier funktionieren genauso gut. Haben halt, glaube ich, nicht so viel Speicherplatz. Oder beziehungsweise kann man nicht ins Inventar von den Hoppern reingucken. So, dann setzen wir da die Millstones drauf. Machen da ein paar Gears dran. Und du hast gesagt, man muss alle drei Achsen eine Gearbox dazwischen schließen. Sonst gehen die kaputt, die Achsen. Ja, weil sobald Kraft drauf ist, geht die vierte kaputt. Achse. Ja, ich würde Achse. So. Kannst du halt ohne Kraft, kannst du so halt beliebig bauen, aber sobald du die Energie anschließt, macht's Knetsch. Hm. Schlecht. Aber wir müssen hier eben auch die Achsen noch bauen. Irgendwas fehlt. Nicht die Achsen, die Getriebe. Hier. Wir brauchen die Zahnräder, diese Thin Slabs und Achsen. So, warte mal, so. Genau, 40. Ich habe nämlich eigentlich schon alles vorbereitet gehabt. Und Achsen dazwischen. Dann haben wir 10 Getriebe und ich hoffe mal, dass das auch reicht. Drückt die Daumen.
hier ein paar Zäune und ich habe letztes Mal hier noch so eine Trockenstation gemacht bei unserem Lederhaus. Sieht ein bisschen cooler aus, finde ich. In der Tat. Was ja ein anderes Dach verwendet. Genau, ich habe ein anderes Dach verwendet mit diesen Dried Brick Slabs. Und dazu muss man Lehm aufhängen und trocknen lassen. Dafür war das eben nötig. Und davon wird man auch zukünftig noch ein bisschen was brauchen, weil da hinten werden sicherlich noch ein, zwei Gebäude mit so einem Dach hinkommen. Aber jetzt, Kupferplatten, Bronzeplatten natürlich vergessen. Schämlich. Ja, weil ich nicht fokussiert bin. Keine gute Ausrede. Hast du schon besser gebracht. Verdammt. Bronze haben wir auch nicht mehr so viel. Meißt du das Zeug in die Schmelze und dann ist gut. Nö, da ist Gold drin. Kannst du ausgießen? Nö. Du wolltest sowieso mal einen Redstone Clock machen, oder? Stimmt. Was ist denn haben das hier? Wir haben ja jetzt Nickel. Wir hatten da Eimer gemacht. Ich, die habe ich gebraucht. Ei. Stimmt, Redstone Clock. Wo ist er denn? Da ist er denn. Ein Block auf Quarz. Du hast Quarz gesammelt. Haben wir eigentlich auch. Ja, ein bisschen. Aluminiumplatten brauchen wir. Und Redstone Alloy Ingots Platten. Das müsste, glaube ich, machen. Und Redstone, Redstone Alloy kriegen wir hier mit Molten Konstantan. Ah, genau. Das waren Nickel und Kupfer. Also das wird man auf jeden Fall noch tun. Hier, tun machen. Nein. Machen tun. Ich habe nur keine Ahnung, wann. Wenn du nicht mehr abgelenkt bist. Genau. Wobei, ich bin gerade nicht abgelenkt. Ich muss nur hier ein paar Platten gießen. Was haben wir gesagt? Nickel und... Dum, dum, dum. Zack. Nickel und Kupfer. Dann nehme ich doch mal... Oh Gott, wie viel brauche ich jetzt dafür? Eigentlich ist egal, oder? Wir brauchen davon sowieso einiges. Die Kugel ist wahrscheinlich, ja, ein bisschen. Machen wir mal 32. Nickel, Eisen, Kupfer. Ach, alles durch. Und hier... Ingots haben wir auch 64. Von Nickel. 1 zu viel. Geht mal gar nicht. Kommst du? Danke. Ich hoffe mal, dass das sonst alles hier drin nicht reagiert. In der Schmelze, da ist noch Gold drin. Wenn das reagiert, haben wir ein kleines Problem. Dann kriegen wir halt nicht das raus, was wir haben sollen, wollen. Wird sich zeigen. Ich mach mal kurz die Platten fertig, dann sehen wir uns gleich wieder. So. Mavia, versteck dich nicht so. Wir haben Redstone Alloy Plates gemacht. Und zwar für 2 Clocks Aluminiumplatten. Und 2 Quarzblöcke. Dadurch haben wir 2 Redstone-Klöcke. Klöcke. Ich hau mal eine hier dran. Ja, so nicht. Dödüm. Ducken, genau. So. Und wie ich gedacht habe, jetzt funktionieren sie. Was soll denn das? Verdammt. aber, ich warte. Mein Gedanke war, wenn ich da einen Lever dran hau, dann kann ich die ausstellen, die Uhr. Dann müsstest du es auch im Dings so einstellen, dass er als Redstone empfangen soll. Ah. Ist jetzt always on. Requires Redstone. Ja. Du kannst, wie ich sehe, ist auch sehr schön die Seiten entsprechend einstellen. Ah, hier, die X'en. Ja. Und oben unten. Ja. Ah, dass er nur an einer Seite das Redstone-Signal gibt, das ist sehr nice. Ja. Gut.
Dann setze ich Kannst du hier mal ein noch den bisschen Brot Antritt probieren? dran. Ich gehe in die Wüste. Bye bye. Du gehst in die Wüste, ich mache hier noch das zweite dran. Jetzt haben wir hier leider eine Konstantanplatte, aber das ist ja nicht so schlimm. Hier sind wir so, somit fertig. Wir können hier. Hey. Jetzt ist er an. So. So ist aus. Jetzt können wir da einfach Cluster oder sonst irgendwas reinhauen und 10 Milliarden Ingots produzieren. Und mir fehlt noch was, fällt mir ein. Brauche noch die vertikalen Slabs für die Mühle. Dadurch können wir uns das Windrad bauen. 3, 4 und 24 von diesen Hempcloth. Dann haben wir Wind. Cloth, bitteschön. Cloth. Tut mir leid, Es gibt Mister. einen Unterschied zwischen Stoff und Klamotten. Ich dachte, Klamotten sind auch Stoff. Die sind aus Stoff. So, also. Clothes are made from cloth, my Okay, dear friend. Mister. So. Windrad haben wir. Ich muss hier nochmal kurz einen Abstecher machen nach unten und ein bisschen Glasscheiben holen, weil ich muss gleich zwei kaputt machen. Oh nein! Ja, sonst komme ich nicht mehr auch, nicht dahin, wo ich hin muss, um das Windrad zu positionieren. So, da oben soll das nämlich dran. Mann, ich komme von der Wüste aus nicht in meinen Tempel. Warum Deshalb. nicht? Komm. Dann zu deinem Darkland-Eiswüste. Ich komme zu Telas. Portal im Jagd. Ah, ich muss doch nicht. Ich kann hier rausgehen. Komme zum Marktplatz, aber von hier aus. Das geht nur von hier. Seltsam. So, krasses Konstrukt. Und was haben wir vergessen? Kann ich zur Wüste. Dennoch sagt. Gearboxen zu machen. Ja, du musst die Erde wegmachen. Aber die habe ich doch extra gemacht, damit ich da Platz habe. Warte mal. 13 mal 13 braucht es. Menü. Dann machen wir, probiere ich es mal so. Komm, bitte. Nein. Das Dach ist im Weg, glaube ich. Jawohl. Aua. Jetzt Was? dreht es sich. Aber Aber innen das. drin, die Getriebe drehen sich nicht. Nein. Du willst mich ja. Willst mich ärgern. Guck hier, Glas kaputt. Ich wusste es doch. Mann, ich habe so ein schönes Konstrukt hier gebaut und jetzt funktioniert es nicht. Warum Ja, du hast nicht? die Getriebe falsch angeschlossen. Was heißt denn falsch? Hey, guck, stell dich mal hier neben mich. Ah, jo. Das, was du da siehst, wo das Getriebe angeschlossen ist, zur Ja. Windmühle, falsche Seite. Ein Getriebe hat, wenn du es dir anguckst, haben wir es hier gerade irgendwo? Ne. Ja, das Ja, hier hier. rechts. Wenn die, guck mal hier runter, die Treppe. Ja, dieses Ja. X. Das ist die Seite, auf die die Kraft einwirken muss. Also von der die Kraft kommen muss. Wie drehst du die jetzt? Ja, mit leerer Hand und dann Shift rechts. Hey, du, das ist sinn das ist sinnvoll, wenn wir hier alle rummachen. So. Ja. Allerdings, ja. Ah, okay. Uiuiui. Uiuiui, hier funktioniert's. Hier nicht. Okay. Okay. Ui.
langsam wird's. Ups. Okay. Eins nach dem anderen dreht sich. Sehr nice. Das hier läuft. Yeah, sie laufen beide. So, jetzt haben wir leider nichts da, um das zu testen. Hündchen. Ah, da Wölfchen. Was war jetzt das eigentlich mit deinen Moldings? Das hier. Habe ich dir jetzt eins gegeben oder nicht? Hier. So, hier ist also die neue Mühle, um Zuckerrohr, Bone Meal, alles Mögliche zu mahlen. Mit den Hoppern funktioniert auch. Jetzt hat das einfach wieder weggeschmissen, oder wie? Ja. Der weggerannt. Ich habe sagen geschmissen, wo du mal warst. Wie gesagt, du bist weg. Nein, ich bin noch da. Schau nur kurz mal ein paar Tiere-Wölfe. So. Mühle funktioniert. Ich glaube, die Proportionen passen auch gut. Ich gehe mal gerade von ein bisschen weg anschauen. Ja, die Proportion passt super, finde ich. Aua. Gewächter. Passt super. Batsch. Ja, das Skelett haut mich. Das ist anderer Meinung. Nee, sieht gut aus. Bin zufrieden. Auch wenn ich da oben jetzt noch zwei Blöcke vergessen habe. Die baue ich einfach noch wieder hin. Und dann war's das von heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, Kommentar. Und vielen Dank an Mavia fürs dabei sein. Und unterstützend bauen. Gerne, gerne. Ja, da ist er ja noch. Ja, ja, ich bin noch da. Ich habe gerade gezählt. Was denn? Hier die Ticks brauche, aber... So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.